Marc Rolland. Und jetzt kann es schnell gehen. Da müssen sie aufpassen. Wallner muss gegen Bicker kämpfen. Jetzt die Möglichkeit für Lille. Darunter Amateurligen, in denen die zweiten Mannschaften der jeweils relativ wenig genutzt. Der französische Fußball ja bekannt für das schon bestritten hat. Auch sehr erfolgreich ist im Moment zweiter Platz im Jahr 2016-17. So, Baidoo hat angetribbelt, fehlt jetzt hinten. Jetzt muss Şahin einrücken. Macht das gut. Omoregi hat jetzt einen Tor. Der junge Kroate. Neuheit findet er nichts. Sofort viele Männer hinter dem Ball. Die Youth League ja kein reiner... Lille, weiter Pass, der ist gut. Mitch fast zu seinem dritten Treffer am heutigen Tag gekommen. Gegenzug läuft in Gleichzahl. Gehen wir uns kurz auf den Eckball. Longonda zur Mitte. Erste Stange, gefährlich. Und dann über Omoregi zum Gegner. Bjelic hat jetzt zu arbeiten am Rückweg. Longonda steht getreten. Herausgefunden hat, wie man diese drei im Spielaufbau am besten zerpflügt. Dann wird wieder eine andere Taktik. Dieses Schritttempo noch durchhalten kann, ob sie da durchziehen können, auch in der Rückrunde und dann Meister werden können, wer möchte. Man ist Sportminister bei Paris Saint-Germain, hat nicht er gesagt, sondern Thomas Tuchel, und der weiß es ja auch, der war vor ihm dort drin. Dieser Team-Effort, dieses ja, verteilen könnte. Sehr, sehr konservativer Ansatz, macht es schwierig für uns. Gezwungen sieht, defensiv auszuhelfen. Konterunterbindung zurückgezogen. Schon Prophylaxe betrieben. Jetzt einmal Ähnliches von unseren Salzburgern sehen. Tim Baumgartner verspielt sich da im Mittelfeld. Wie spielfreudig der jetzt ist, Longoria, jetzt der Rechtsverteidiger. Ball in den Strafraum. Baumgartner, kann er den bekommen? Kriegt er den? Salzburg, kann man den Druck auf uns noch einmal erhöhen? Und wir müssen gegen Sevilla zumindest einen Punkt mitnehmen. Denn das Torverhältnis ist auf unserer Seite. Lille braucht...